Willkommen zurück, ich bin Hiro und heiße euch ganz herzlich willkommen zu Spooky's Jumpscare Mansion. Wir sind im Raum 200 und haben noch 800 Räume vor uns. Ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt hier so weitergeht. Erstmal nach unten fahren. Durchhalten. Ja. Ich will nicht, aber es muss sein. Oh. Ja. Läufst erstmal schön dagegen. Fängt es schon mal gut an. Oh. So, manche Räume gefallen mir ja gar nicht, vor allem wenn sie so grün schimmern. Solange ich hier Tausendfüßler wiederkommt, ist mir das hier alles okay, aber ich glaube, der wird nochmal wiederkommen. Ja, irgendwie da eine Tür, 207. Kannst natürlich hier mit runterzählen. Weiß ich aber noch nicht, ob ich das mache. Oh. Ah! Was ist denn jetzt hier? Oh, wo kommt der denn jetzt her? Oh nein. Oh. Broken. Oh. Open. Weed. Mutter. Is not pleased with us. But how were we supposed to know that the girl wasn't pure? Mutter hat's irgendwie nicht verstanden, aber wir wissen, dass das Mädchen nicht schuld war. Wohin? Broken. Jetzt muss ich hier von Tür zu Tür hangeln. Jetzt ist der grüne Viech wieder weg. Broken. Alter, was ist das denn hier? Ja, jetzt werden sie eklig. Ah. Alter, das war jetzt schon. Oh. Bisschen abartig. Oh, lauf! Oh, was ist das jetzt hier? Oh! 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 Bin ich jetzt hier gelandet? Oh. Das war eine Falle. Oh. Boah! Alter. Krass. Open. Open. Oh. Ist der noch hinter mir? Jo. Ah. Ah. Mach auf. Auf das Tür. Mach Tor das weit. Oh. Immer dieses Weglaufen hier. Und die wenige Kondition, die man hier hat. Oh. Boah. Krass. Also sie haben sich echt was einfallen lassen, hier diese Entwickler. Mein Kompliment. Boah. Ich musste eine erste Takirre hier. Boah. Boah. Da oben. Boah, mein Gott, ey. Das ist natürlich schon heftig jetzt hier. Ich glaube jetzt. Nein, da ist er noch. Oh, werden wir den nochmal los hier? Oh, ist der nah. Ich glaube, jetzt ist er weg. Oh. Alter Vater. Oh. Das ist irgendwie.
Ich weiß, ich kann das Gefühl kaum beschreiben, was da so passiert. Oh. Oh. Boah. Boah. Hab ich verjagt. Ich denke, die Effektivheit von den Monstern ist also irgendwie in Verbindung mit den Seelen der Leute, die sie töten möchten. Irgendwie. Irgendwie. Well, anyway, I'm still alive and strong. Aber irgendwie habe ich es geschafft, stark und am Leben zu bleiben. Aber ich fühle mich eingeschlossen. Meine. Auf ma in einem Gefängnis von meiner Reise, die vorausliegt. Ich wundere mich, dass der Antagonist, wie der Antagonist aussehen mag. Ich hoffe, sehr süß. Okay, weiter geht's. Wir sind jetzt Raum 230. Noch ein Schreiben. Ich habe jetzt realisiert, dass ich eine Mentorfigur einnehme. Versuche oder dass ich entweder, nee, dass ich niemals eine Mentorfigur einnehmen will, sondern versuche und verlasse diese Home-Scene. Das meint, ist dieses Do Geschichte nicht wirklich verfolgbar. Archetypes to make me a tra dass diese Geschichte mich zu einem richtigen traditionellen Hero macht. Welcher, which means I can be, also ich denke, ich könnte getötet werden. Oder was meint, dass ich getötet werden könnte? Aber es war ganz nett für eine kleine Weile. So, Raum 233. Ja, beeilen wir uns ein bisschen. Da kommen wir nicht weiter. Gehen wir den Weg. Hoffentlich habe ich jetzt den richtigen. Naja, war klar, ich habe den falschen Weg gewählt. Ab in Raum 236. Ein Computer wieder. Mal gucken. Oh, ist einer dazugekommen. Oh. Typ aktiv. Nummer 189 Tötung. Methode physikalische Punkte. Er wurden live. Oh. Ein holzgeschnitzter, lebensgroße Puppe gefunden, Floating. Ah, oh, ja. Möchte ich gar nicht weiterlesen. Ihr könnt es ja gerne einmal kurz, ne, dann. Ich möchte es gar nicht erst wissen. Nächste Seite. Zwei neue dazu. Oh. Methode unbekannt. 93 Tötungen und. Der wechselt seine Form. Der hinterlässt Trauma oder physikalische Schäden. Okay. Modify House. Ah, kann ich nicht. Schade. Schade, schade, schade. Ist hier sonst irgendwo? Ich dachte, da stand gerade einer. Nee. Ich erschrecke mich jetzt schon vor den Knochen, die auf dem Boden rumliegen. Und 240 noch 10 Räume bis zur 50. 250. Dann haben wir den ersten Viertel hinter uns. Aber ich freue mich gar nicht auf die nächsten beiden neuen Monster. Ganz ehrlich.
So. Vielleicht kommt ja auch gar keins mehr. Immer gut Mut zu reden. Vielleicht kommt. Oh oh. Abgeschlossen. Gehen wir mal rechts weiter. Nee, ich glaube, es kommt kein Monster mehr. Haben wir ja Glück. Ich. Ihr weniger, weil ihr habt ja nichts zu sehen und zu lachen. Oh, Eiscreme hier. Oh. So, you made it this far. That's great. I shall grant you a gift for your progress. So just keep going. Okay, das Gespenst finde ich ziemlich. Das Gespenst finde ich ziemlich süß. Gucken wir mal. Open. Look, hinter dir. Passwort Pumpkin. Aha, ganz nett. Gespeichert. Passwort Pumpkin. Vielleicht sollte man sich das mal merken. Look behind you, ja. Ansonsten ist es leer. Gehen wir weiter. Wir haben noch einiges vor uns. Viertel des Weges erst geschafft. Gucken wir uns ein bisschen hier um. Momentan geht's ja. Und mir graut es echt vor den nächsten Monstern. Tag 2. Food Supply depleted. Essensunterstützung geplättet. Wasserunterstützung bei 30%. Mentale Gesundheit desorientiert. Schreibe Notizen, um anderen hinter mir zu helfen. And mark where I've been. Und mir die Strecke zu lassen, wo ich schon war. Das hört sich nicht gut an. Da kommt doch garantiert gleich ein Monster. Bei so einer Musik auf einmal. Oh, schon wieder so ein Musikwechsel. Oh oh. Ich weiß, ich höre das Geklicker schon. Nein! Weg! Lass mich in Ruhe! Ich will dein Geklicker nicht! Hau ab! Ich höre das Geklicker! Und weh, da hinten ist jetzt ein blöder Tisch! Da! Ah, da ist er! Oh! Er hat mich nicht erwischt! Er hat mich nicht erwischt! Juhu! Weiter. Dachte, ich höre das Geklicker noch. Oh. Oh. Boah. Oh. Und sowas noch. Oh. Ah. Oh, ich höre ihn noch. Ich höre ihn noch. Oh, oh nein, geh weg, du blödes Viech. Da ist er. Oh, da ist er. Jetzt scheint er weg zu sein. Boah. Oh. Bin mal gespannt, was hier als nächstes für ein Monster kommt. 25 Türen bis zum nächsten. Bis zur 300. Was kann da noch passieren? Theoretisch? Alles. Und Pech hat nochmal wieder diese, so ein Laufrätsel oder was auch immer. Das
Sind hier nur noch 20 Türen bis zu 300. Aber erstmal wieder ein Zettel. Tag 3. Halluzinationen haben sich manifestiert und kommen in unterschiedlichen Intervallen. The cause probably sleep deprivation or gas that is being. Oh. Während des Schlafs habe ich das Gefühl, entweder sind es Depressionen oder dass sie Gas in die Räume pumpen. Ich bin bis jetzt nicht verletzt. I don't think the cause is a brain injury. Ich denke nicht, dass es eine Gehirnverletzung oder Blood Clot ist. Blood Clot. Keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, hinterlasst eine Nachricht in den Kommentaren. Falls ich es bis dahin nicht schon herausgefunden habe, was Blood Clot ist. Immer so kleine Highlights zwischendurch. Sehen wie zwei Augen da hinten aus. Die Fackeln. Aber wenigstens sagen sie einem so ein bisschen, wo man ist und wo man hin muss. Aber was man hier für Strecken läuft. So. 285. Telefon? Hi. Ja? Hallo? Hallo? Hi. How you doing? Redest du mit mir? Hello. I say hello. I don't know if you want to look directly into the fan. Yes, hello. 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 Yes. Hello. Hi. Where are you? Hello. Nee, okay, da geht keiner ran. Hört mich nicht. Hätte sein können, dass hier ist irgendwie sowas. Würde ich dir zutrauen. Dass man sich damit irgendwas unterhalten könnte. Hello. Hello. Ah, die Musik heißt nichts Gutes. Oh, Mann. Vielleicht kommen wir unbeschadet zu Raum 300. Aber erstmal müssen wir hier diesen langen Weg wieder laufen. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf Raum 300. Nochmal sowas? Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist wirklich. Wenn die Räume jetzt ganz nah beieinander wären, dann würde es wenigstens schnell gehen. Aber hier jetzt diese. Oh. Gefühlten 5 Stunden, die man hier läuft. Oh, nochmal? Leute, ey, boah. Fast schon Zeitzünderei hier. Wenn man jetzt wüsste. Aber ich hab das, vorhin war das, oder im vorherigen Part. Da sind wir, oder beim ersten Part sind wir bis Raum 100 gekommen. Ja, erzähl ich gleich vielleicht weiter. Sind wir bis Raum 100 gekommen. Und da hatte ich den Part beendet. Und irgendwie im Moment nichts gemacht. Und dann ist mir, ich hatte auch vergessen zu speichern. Da ist mir der Charakter abgekackt. Oder bin ich denn gestorben auf einmal?
wegen Inaktivität. Ich weiß es nicht warum. Dann musste ich die 50 Räume nachspielen. Und die waren komplett anders als im ersten Durchlauf. Liegt wieder ein Zettel. Das war eine Überraschung. Da gab es einen anderen. Ach so. Das hatten wir doch schon mal. Sind wir schon wieder hier? Hatten wir doch erst vor kurzem. Mal ein bisschen aufladen lassen, falls wir weglaufen können. Oh! Oh. Falsche Richtung. Da. Oh. Und diese Stimme noch dazu. Da läuft es einem kalt über den Rücken runter. Lockt. Kommt garantiert gleich wieder das Viech. Sag ich doch. Oh. Lockt. Guck, diesmal laufe ich aber nicht weg. Diesmal laufe ich vorbei. Immer noch lockt. Ich weiß doch, dass es jetzt kommt. Oh, es nappt mich doch jetzt hier. Komm schon, wo bist du? Wenn man drauf wartet, kommt's nicht. Hm. Oder muss man so um die Ecke laufen und dann kommt's. Nee. Hä? Das verwirrt mich jetzt gerade so ein bisschen. Ah! Ah, man muss einmal in den Rhein laufen. Dann wird die Tür geöffnet. Okay. 5 Räume noch. Freunde, schaffen wir das? Jo, wir schaffen das. Wenn nicht wieder dieser ellenlange Weg hier wäre, würden wir es eher schaffen. Noch 4 Räume und wieder der lange Weg hier. Aber die Räume sehen jetzt, wenn du 3 gleiche Räume hintereinander hast, dann weißt du auch zwischendurch gar nicht, was sollst du jetzt sagen, was willst du erzählen. Da kam mal jetzt merkwürdige Musik. Ah, endlich mal was anderes. Ah! Oh. Noch 2 Räume bis zu 50. Kann man da irgendwie was draus erkennen? So Tintentex-mäßig? Nee. Ist hier noch sonst irgendwas? Nö. Gut. Weiter. Raum 300. Einmal. Hab ich noch speichern. So, Leute. Was auf dem Zettel steht, das sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich für euer Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da oben lässt oder einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, tschüss, habt einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Part.